Vielen Dank, dass ihr alle da seid, trotz des schlechten Wetters. Jetzt gerade haben wir eine Phase guten Wetters. Wir sehen das ja, einer der heißesten Sommer, die es je in der Aufzeichnung gegeben hat. Die Klimakatastrophe nach. Und deswegen können wir froh sein, dass wir heute mal ein bisschen Abkühlung haben. Offensichtlich spielt der Wettergott aber bei uns mit. In Berlin war das genauso. Freitag hat es geregnet. Während der gesamten Demonstration gestern in Berlin war gutes Wetter und in der Nacht hat es dann wieder furchtbar angefangen zu regnen. Also scheinbar ist der Wettergott ein Querdenker. Ja, ich bin hier heute. Ich bin mit dem ZAF-Mobil da. Ich kann ein bisschen was zum ZAF erzählen. Will ich aber gar nicht so viel machen. Also das ZAF haben wir gegründet. Also die Idee ist entstanden an dem Tag, an dem es die erste Hausdurchsuchung in Deutschland bei einem Richter gegeben hat, wegen eines Urteilsspruchs, den er treffen konnte. Da war für mich klar, also ich habe ja schon vorher gegen diese Corona-Maßnahmen bin ich auf die Straße gegangen, habe Demos mitorganisiert, habe als Redner fungiert, verschiedene Dinge gemacht, aber als der Richter aus Weimar quasi da, als sein Büro, sein Auto, sein Haus... sein Haus durchsucht wurde, war für mich klar, hier ist eine absolute rote Linie überschritten. Damals war, glaube ich, noch Bundeskanzlerin Angela Merkel Kanzlerin. Der Nachfolger Olaf Scholz hat es ja dann gesagt, es gibt keine roten Linien und genau das haben wir erlebt. Wer die letzten Tage verfolgt hat, offensichtlich gibt es auch im Presserecht keine roten Linien mehr. Völlig unabhängig, was inhaltlich in der Zeitung von Kompakt steht, ob man das mag oder nicht mag, ob man dazu steht oder nicht. Es kann nicht sein, dass mit Exekutivorder, also quasi mit der Macht einer Ministerin, ein kompletter Zeitungsverlag einfach von heute auf morgen dicht gemacht wird. Das kann morgen die Junge Welt treffen, es kann die Taz treffen, es kann die Junge Freiheit treffen. Und das bedeutet Zensur, wenn wir in einem Land leben, das Zensur hat. Ich bin ja gebürtiger Niedersachse, also Sachse nur von niederem Stand. Ich bin aber, habe ich gerade schon hier erzählt, ich bin über die Sachsenbrücke gegangen. Ich habe lange hier in Leipzig gelebt und meine Tochter ist auch eine gezeugte Sächsin und ist auch als einzige in unserer Familie eine Sächsin, wohnt mittlerweile auf Mallorca, aber ist tatsächlich Sächsin. Und sie sagt auch immer, weißt du Papa, ich spreche jetzt so viele Sprachen, aber Sächsisch kann ich nicht, das macht sie wirklich traurig. Sie kommt jetzt auch am 14. für 2 Wochen hierher, besucht ihre Oma und wird halt hier in Leipzig halt ihre alte Heimat sich angucken und mit Freunden treffen. Wo waren wir bei der Pressefreiheit? Ihr kennt das. Ihr wisst das noch, also die meisten von euch jedenfalls, wenn ich so euch ansehe, könnt euch noch daran erinnern, was vor 1989 war und wie das mit der Pressefreiheit war. Und ich bin sicher, ihr seid nicht auf die Straße gegangen, 1989, insbesondere hier in Leipzig, um das zu erleben, was wir jetzt erleben in Deutschland. Für uns als Westdeutsche ist das völlig neu. Für euch als Ostdeutsche ist das möglicherweise eine Erinnerung in eine Zeit, die ihr nicht wiederhaben wollt und wo ihr geglaubt habt, dass sie nicht wiederkommt. Und wir haben viele Dinge erlebt. Es ist das passiert, was ihr eigentlich auch kennt. Wenn wir nachher in die Akten reingucken, stellen wir fest, dass die Tatsachen völlig andere war als das, was man uns erzählt hat. Ich weiß noch, der Vater von meiner Tochter hat, also der Opa von meiner Tochter, der Vater von meiner Tochter sollte ich sagen, der Opa von meiner Tochter hat gesagt, dass die Mutter meiner Tochter, also meine Ex-Freundin, dass die in der Schule immer gefragt worden sind, wie die Uhr der Nachrichten aussah. Ja, weil nämlich das eine war die aktuelle Kamera, ich glaube mit eckigen Zahlen, und das andere war die Tagesschau mit runden Zahlen oder umgekehrt. Runde, Punkt oder Striche, genau. Und so wurden die in der Schule gefragt und in der Tagesschau haben sich die informiert, die kritisch waren. Und die haben halt nicht aktuelle Kamera geguckt. Und deswegen ist es natürlich auch so schwer für viele nachzuvollziehen, dass die Tagesschau mittlerweile da angekommen ist, wo die aktuelle Kamera einmal war. Wenn man also zum Beispiel sieht, dass gestern ja doch eine bedeutende Demonstration war, von einer bedeutenden Größe, also alles, was, sage ich mal, größer als 10.000 ist, ist eine große Demonstration in Deutschland und das hat man davon in der Tagesschau gesehen. Nichts. Das heißt, es wird über diese Dinge nicht berichtet. Viele Dinge, die relevant sind, finden wir in unseren Medien nicht. Das Problem ist nicht so sehr, also die Tagesschau ist nicht der schwarze Kanal, da ist niemand, der uns erklärt, wie wir denken sollen, sondern die Tagesschau ist wie die aktuelle Kamera, die das weglässt, was wir nicht wissen sollen.
Ja, das ist eben das was wir hier gerade erleben. Und über die RKI-Files wird auch nicht viel berichtet. Über das, was da rauskommt, dass eben zum Beispiel über die Impfung bekannt war, dass es keine dritte klinische Studie gegeben hat, dass die Impfung unsicher war, dass die Impfung überhaupt nicht, es ist ja keine Impfung, es ist ja eigentlich eine Gentherapie, aber dass das, was Sie als Impfung bezeichnet haben, nur sehr, sehr kurz überhaupt den Effekt gebracht haben soll. Also selbst wenn man immanent das glaubt, was Sie sagen, ist das Ganze von Anfang an ein Schwindel gewesen. Und wir wissen immer mehr, dass die Experten im RKI eigentlich ganz dicht dran waren an den Experten, die ja auch als Experten sehen, nämlich Bakti, Wodak und so weiter. Im RKI hat man eigentlich genau das Gleiche gesagt, was diese Experten gesagt haben. Und dann steht jetzt ja immer drin, weil wir haben ja auch die E-Mails, wir haben ja nicht nur die Protokolle, wir haben ja die komplette Geschichte der Protokolle, sondern wir haben auch die E-Mails, die intern. Und da steht immer drin, die Politik hat gesagt, wir sollen das so machen. Oder die Politik sagt etwas anderes, als unsere Experten sagen. Also müssen wir unsere Webseiten dem anpassen, was die Politik sagt und nicht dem anpassen, was unsere Experten gemacht haben. Und das hat uns alle eingesperrt. Ja, ich habe hier in Leipzig ja relativ am Anfang auch geredet über diese Lockdown-Maßnahmen und so weiter. Habe dann mich ein bisschen lustig gemacht über diese Reiseverordnungen. Aber das haben wir alle erlebt. Und das ZAF, das Zentrum für ein bisschen sperrig Aufklärung, Aufarbeitung, juristische Verfolgung, und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, kümmert sich darum, dass diese Dinge juristisch aufgearbeitet werden. Wir werden es in Deutschland nicht erreichen, und damit mache ich jetzt auch die Überleitung zum eigentlichen Thema dieser Tour, nämlich Demokratie erleben. Wir werden es in Deutschland nicht aufarbeiten, weil die Staatsanwaltschaften in Deutschland sind politische Behörden. Jeder leitende Staatsanwalt ist ein politischer Beamter. Das heißt, die müssen sich umso mehr an das halten, was ihnen politisch vorgegeben ist. Und niemand von uns wird doch glauben, dass diejenigen, die Täter geworden sind, tatsächlich an einer echten Aufarbeitung interessiert sind. Insbesondere dann, wenn strafrechtliche Konsequenzen drohen. Ja, also es drohen strafrechtliche Konsequenzen. Die Verfolgung einer Minderheit ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das heißt, wenn Sie Menschen verboten haben, ihr Demonstrationsrecht wahrzunehmen, nur ihre Meinung zu sagen, ist das ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenn Sie Menschen eingesperrt haben, wenn Menschen, weil sie einen QR-Code oder 2G nicht hatten, nicht mehr in Geschäfte durften, ist das ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Von der Impfung der sogenannten ganz zu schweigen. Denn sie wussten, dass mit der Impfung Menschen sterben und haben trotzdem pflichtweise diese Impfung angeordnet. Damit wussten sie, dass sie Menschen mit einer Pflichtanordnung des Staates töten. Und ein Staat darf das nicht. Ein Staat darf niemals einen unschuldigen Menschen töten. Es ist streitig, ob der Staat schuldige Menschen töten darf. Jedenfalls in einer gegenwärtigen Gefahr, aber Unschuldige auf keinen Fall. Und wir haben eine Anordnung gehabt, sowohl bei der Bundeswehr als auch bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, dass diese Menschen eine Substanz in ihren Körper nehmen müssen, von denen die Experten der Regierung wussten, dass Menschen daran sterben können. Und das ist ein klares Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber das wird in Deutschland nicht aufgearbeitet, sondern es wird am Internationalen Strafgerichtshof aufgearbeitet. Wir arbeiten eng mittlerweile mit verschiedenen Ländern zusammen, insbesondere mit der Slowakei. Ihr wisst, was in der Slowakei passiert ist mit dem Ministerpräsidenten. Er hat dieses Attentat nur knapp überlebt. Das ist nicht so bekannt gewesen. Er hat einen Bauchschuss gehabt und einen Lungenschuss. Der Bauchschuss war das größere Problem. Also 3 Tage wusste man nicht, ob er es überlebt. Er hat es überlebt und hat danach gesagt, ich mache weiter. Also in der Slowakei haben wir Partner, die uns unterstützen, nicht nur in der Slowakei, sondern auch in anderen Ländern, insbesondere in afrikanischen Ländern. Da ist es eher so, dass die sagen, bisher haben wir immer nur schwarze Menschen gesehen, die vom Internationalen Strafgerichtshof verurteilt wurden. Gelten die Menschenrechte denn nur für schwarze Menschen? Gelten sie nicht für weiße Menschen? Und das ist genau das, dass der Internationale Strafgerichtshof wird beherrscht von den westlichen Ländern. Und deswegen werden die Verbrechen entsprechend so auch nur dort angeklagt. Das ist das ZAF. Das ZAF kann man unterstützen. Ich bin aber heute mit einer ganz anderen Sache hier. Ich möchte nämlich mit euch über Demokratie sprechen. Ihr könnt ja demnächst, ihr dürft insofern doch hier bleiben, ihr dürft ja auch demnächst wählen. Am 1. September dürft ihr ja wählen, am 1. September dürft ihr ja euer Kreuz machen. Das heißt, ihr könnt endlich von eurer demokratischen Macht als Volk Gebrauch machen. Ihr macht ein Kreuz bei einer Partei und danach ist alles gut. Alles wird so laufen, wie ihr euch das vorstellt. Und alle Macht geht vom Volke aus, dann habt ihr eben mal eure Macht ausgeübt. Und das ist das, was wir erleben. Ich möchte jetzt, bevor ich weitermache, mit euch ein Experiment machen. In Delitzsch hat das gut funktioniert. Ich denke, das wird hier auch funktionieren. Ich möchte gerne von euch ein politisches Thema.
irgendwann ist weg. So. Ich möchte von euch irgendein politisches Thema haben, ein politisches Thema, was ihr sagt, was total brennend, euch brennend interessiert, was möglicherweise sogar eure Wahlentscheidung ausmacht. Am 1. September geht ihr wählen, dann gibt es doch immer diese, bevor dann die erste Hochrechnung kommt, wird ja immer gefragt, was ist die wichtigste Frage oder waren die wichtigsten Themen, weswegen Menschen zur Wahl gegangen sind. Was ist hier für euch in Leipzig aktuell das wichtigste politische Thema? Irgendwer? Frieden. Frieden? Migration. Was? Migration. Frieden, Migration, Menschenrechte? GEZ. GEZ? Klima. Klima. Aufarbeitung von DDR-Unrecht. Aufarbeitung von DDR-Unrecht. Wir haben jetzt verschiedene Sachen gehört. Da es im Wesentlichen um eine Ländersache geht, würde ich jetzt, wir haben ja Landtagswahlen, würde ich jetzt vorschlagen, wenn das für euch okay ist, ich habe das jetzt hier gerade gehört, dass wir tatsächlich nicht das Thema GEZ nehmen, sondern das Thema, wie ist die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Im Prinzip, wenn wir darüber sprechen, sprechen wir auch über den Frieden. Ja, also, weil wir, das ist ja das, was wir öffentlich mitbekommen. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist Ländersache. Wenn das für euch okay ist, würde ich jetzt hier aufschreiben, die Fragestellung, wie sollte die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein? Ja, hat da jemand Widerstand? Dann schreibe ich das mal auf. So. So, jetzt haben wir da hinten ein bisschen Krach, macht nichts. Wo ist Klaus? Klaus? Das Handmikrofon funktioniert nicht. Hier, geht nicht. Jetzt doch. Na? Ach so. So. So, genau. Also die Tatsache, dass ich hier das Handmikrofon habe und diese Flipchart bedeutet, dass ihr jetzt dran seid. Ich möchte das von euch wissen. Ich bin nicht hier, quasi euch irgendwas zu erzählen, sondern ich bin hier, um von euch zu wissen, wie ihr, wenn ihr eine solche Fragestellung habt. Wie gesagt, wir haben am 1. September Wahlen. Wir haben jetzt hier ein Thema aufgeschrieben. Wir könnten auch das Thema Migration nehmen. Wäre auch ein Thema, was auch in Ländern relevant ist. Werden wir sicherlich auf der Tour noch machen. Vielleicht machen wir es auch später noch. So, wir haben jetzt hier, wie sollte die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein? Und ich gebe jetzt das Mikrofon frei, wer dazu eine Antwort hat. Also ihr könnt übrigens, und das ist Demokratie, wir fangen jetzt an, über Demokratie zu reden. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ja? Also es ist völlig egal, in einer demokratischen Gesellschaft sind extreme Meinungen, sind radikale Meinungen, sind Meinungen, die einer ganz kleinen Minderheit angehört, zulässig und man wird darüber diskutieren. Wir leben derzeit in einer Gesellschaft, wo ganz viele Meinungen einfach abgeschnitten werden, wo sie nicht geäußert werden dürfen, wo sie verboten werden, wo sie strafrechtlich kriminalisiert werden. Gestern war das so, bei der Demonstration hat die Polizei quasi jeden, der ein T-Shirt, was auch nur andeutungsweise ein C hatte, rausgezogen, weil sie meinten, ja, das wäre ja ähnlich wie Kompakt und das ginge hier nicht und so weiter. Es geht aber darum, dass nicht hier, heute hier an diesem Bus, wird niemand kriminalisiert für eine Meinung. Ja? Also selbst jetzt haben wir das Thema Migration nicht genommen, selbst wenn wir das Thema Migration hätten, wäre auch jede Meinung zulässig. Jeder kann alles sagen, was er denkt. In einer demokratischen Gesellschaft können wir das und eine demokratische Gesellschaft hält das aus. Ja? Jetzt haben wir das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk, irgendjemand hatte das genannt, hat jemand Vorschläge. Die Frage ist jetzt also, wie sollte die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aussehen? Ich schreibe es dann auf. Einfach ganz dicht dranhalten, bitte, als ob du reinbeißt, sonst versteht man es nicht. Ich habe auch keinen Hunger mehr. Ja. Also ich würde mir super sehr wünschen, dass sich der öffentliche Rundfunk nicht als Beitrag bezahlt wird, oder ne? Also dass die ihr Geld genauso verdienen müssen wie jeder andere Darf ich aufschreiben, keine Zwangsgebühren mehr. Ja? Beispiel. War das so? Du sagst Geld selbst verdienen, Beispiel, also keine Zwangsgebühren mehr. So, wichtig, gib mir das ruhig. Wichtig ist, es kann jeder,
Es kann jeder eine eigene Meinung sagen, es wird aber das, was der andere gesagt hat, nicht kritisiert oder so. Also wir reden nicht über das, was der andere gesagt hat, sondern jeder sagt das, was er sich denkt. Und wenn du jetzt zum Beispiel merkst, jetzt kommen hier 5 Nachrichten oder 5 Meldungen und denkst dann über deine eigene Äußerung nochmal nach und sagst, ach, ich würde sie ein bisschen modifizieren, meldest du dich und dann kannst du sie modifizieren. Das ist deine Äußerung jetzt hier, keine Zwangsgebühren. Ja? Wer jetzt aber meint, keine Zwangsgebühren außer, der sagt nicht, ich will das hier verändert haben, sondern der schreibt es unten drunter oder ich schreibe es dann unten drunter. Also wichtig ist, jeder kann seine Meinung äußern und kann sagen, was er denkt. Der öffentliche Rundfunk sollte meines Erachtens nur einen Informationskanal umfassen, jeweils Radio, Fernsehen, Internet und alles weitere, Filme, Musik, Sport, sollten privat finanziert werden. Zum Katastrophenschutz auch noch, also der Informationskanal. Dann. Ja, ein Informationskanal, habe ich aufgeschrieben. So, gibt es weitere Vorschläge? Ihr habt euch alle Gedanken gemacht. Ihr zahlt alle 18, wie viel ist es mittlerweile? 18,53 oder 18,78 monatlich für ARD, ZDF. Die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ihr kommt in die Regierung. Was soll passieren? Nein, einfach, aber immer ganz dicht, bitte, so dicht wie möglich. Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich einen Vertrag mache, dann bezahle ich dafür. So, und jeder sollte selber entscheiden, mache ich den Vertrag, 4 Wochen Kündigungsfrist oder sonst irgendwas. Wir haben die Marktwirtschaft. Und wenn ich einen anderen Sender gucken will, dann mache ich dort einen Vertrag. Bin ich dort nicht mehr einverstanden, nehme ich den nächsten. Aber es kann nicht sein, wenn ich keinen Vertrag abgeschlossen habe, dass ich dafür noch Gebühren bezahlen muss. Und dann werden sie zwangseingetrieben. Und das geht gar nicht. So, mit Vertrag freiwillig habe ich geschrieben. Gibt es weitere Vorschläge? Hier ist jemand. Ja, ich bin der Meinung, dass bei den ganzen Informationen, die man über den Bildschirm oder das Radio bekommt, eindeutig auch wie in den Zeitungen gekennzeichnet werden müsste, was ist Kommentar und was ist Meinung und Information. Okay, wie können wir das jetzt auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Also klarere... Ja, klarere Trennung zwischen Meinung und Kommentar. Ich schreibe es erstmal auf, okay. Meinung und Nachricht. Ja, da hatte noch jemand, ihr könnt das Mikrofon dann ruhig weitergeben, hier auch, da gebe ich es gleich rüber. Kein Erziehungsfernsehen. Keine permanente Überschüttung in Filmen mit Schwulen, Lesben, Farbigen. Die sind alle okay, aber ich muss das nicht jeden Abend auf meiner Couch schauen. Nee. Er war dran und dann du. Ist das okay? So. Visualisierung, Transparenz. Und mehr interaktive Zusammenarbeit mit dem Publikum sozusagen. Also ganz wichtig, Visualisierung, Transparenz aller Strukturen. Transparenz aller Strukturen. So. Im Grundgesetz stehen 2 Sachen bei Pressefreiheit. Da steht... jeder darf seine Meinung frei äußern und verbreiten und sich aus frei zugänglichen Quellen informieren. Und das sind 2 Sachen. Das eine ist, jeder darf Fernsehen machen dürfen. Also jeder darf seine Meinung verbreiten dürfen. Dafür müssen die öffentlich-rechtlichen Medien sorgen. Mhm. So, jeder darf seine Meinung verbreiten. Jawohl. Das ist schön. Ich bin der Meinung, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte auf jeden Fall politikfern berichten. Und er müsste auf jeden Fall unabhängig sein. A, unabhängig von der Politik und B, unabhängig von den großen Geldgebern. Wenn noch irgendjemand
sich äußern mag, was sagen möchte. Genau, da ist gerade jemand. Hallo. Lebensmittelrückrufe sollten auch per Laufband also dargestellt werden. Und nicht, dass man sie nur durch Zufall im Internet findet, weil die Rentner zum Beispiel, die nicht im Internet rumschnarken, die entdecken sowas gar nicht. So, ich würde jetzt erstmal weitermachen. So, also das Ganze hier macht ja, also wir haben jetzt schon mal viele Sachen in kürzester Zeit gesammelt und ich glaube, dass das auch eine insgesamt eine gute Übersicht ist über das, was die Menschen denken. Was die Menschen denken und was die Menschen gerne hätten zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist nämlich sehr spannend, weil wenn man jetzt mal auf die Demonstration geht und auch das denkt, was die Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, jedenfalls viele von uns denken, glauben die nämlich, wir wären alles Gegner und würden nur sagen Lügenpresse und wollen, dass das abgeschafft wird und so weiter. Und ihr seht jetzt hier selber, was ihr hier gemacht habt, war im Prinzip was völlig anderes. Ihr habt Lösungen versucht zu finden für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja? Und habt hier eine gute Diskussion. Wir würden jetzt, also was ich jetzt hier gerade mache, ist übrigens das Prozedere heißt systemisches Konsensieren. Das ist so eine Mischung aus, wir haben jetzt quasi erstmal Brainstorming gemacht und jetzt würden wir quasi hier an dieser Stelle konsensieren. Das heißt, wir würden den Widerstand abfragen von euch gegen die jeweiligen Lösungen. Wir machen das jetzt nicht, weil ich es verkürzen will hier und wir würden uns dann möglicherweise sagen, okay, was ist, also ich würde jetzt wahrscheinlich fragen, was ist das wichtigste Thema? Was ist jetzt das Wichtigste von dem, was wir hier aufgeschrieben haben, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verändern? Und dann würden wir da wieder in dieses Thema reingehen und das noch weiter vertiefen. Und ich bin relativ sicher, dass wir am Ende, wenn wir jetzt hier heute 2 Stunden diskutieren würden, ein richtig gutes Papier am Ende hätten mit Lösungsvorschlägen, Reformationsvorschlägen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin sicher, diese Truppe an Leuten hier, völlig zufällig zusammengewürfelt, einfach mal heute hier auf den Marktplatz gekommen, würde eine Lösung finden für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die tragfähig wäre für alle Menschen überall. Weil ihr seid ein guter Schnitt, jedenfalls derer, die kritisch sind. Möglicherweise, wenn die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht so kritisch sind, würden die möglicherweise es noch etwas anders machen. Aber ich glaube, selbst die würden gegen diese Veränderungsvorschläge nichts haben. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage, warum ich hier bin. Wir finden jetzt hier eine Lösung und machen ein Paper, was wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen könnten, wie die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aussehen könnte. Was würde mit diesem Papier passieren? Wer von euch setzt dieses Papier um? Wer von uns setzt dieses Papier um? Was passiert, wenn wir das machen? Ich bin jetzt hier in Leipzig, habe ich es noch nicht so viel gesehen, aber ich bin durch Delitzsch vorhin gefahren. Da haben mich ganz viele Menschen von Plakaten angegrinst und haben mir auf diesen Plakaten erzählt, wenn das Kreuz nur bei Ihnen an der Stelle gemacht wird, würden Sie schon meine Interessen vertreten. Ist das denn so? Vertreten denn die Politiker, was wir vorhin gesagt haben, die wir wählen, tatsächlich die Interessen, würden die Politiker, wie schaffen wir es, eine solche Lösung, die wir hier erarbeiten, wie schaffen wir es, diese Lösung so umzusetzen, dass die Politik das macht? Ist das die richtige Frage oder ist die richtige Frage nicht eigentlich eher, warum lassen wir zu, dass es Menschen gibt, bei denen wir erst bitte, bitte machen müssen und darauf hoffen müssen, dass sie das umsetzen, was wir für richtig erachten? Seid ihr nicht auf die Straße gegangen? Ich war nicht dabei, wie gesagt, ich habe es aus Niedersachsen nur gesehen und gehört und habe auf den Trabi gekloppt, als ihr rübergekommen seid. Ich war in Duderstadt und habe mich gefreut. Ne? Wir haben ja immer auf diese Trabis da draufgehauen, als ihr dann rübergekommen seid am 7. Oktober. Ihr seid auf die Straße gegangen und habt gerufen, wir sind das Volk. Seid ihr auf die Straße gegangen und habt gerufen, wir sind das Volk, weil ihr einmal alle 4 Jahre diejenigen wählen wolltet, die über euer Leben ansonsten bestimmen, ist das Demokratie, ist das das, was ihr unter Demokratie verstanden habt, was ihr heute noch unter Demokratie versteht? Das ist die entscheidende Frage. Glaubt ihr, dass das, die Gesellschaft, in der wir leben, tatsächlich eine demokratische Gesellschaft ist? Was ist denn Demokratie? Und das ist doch das Spannende. Ihr seid in der Lage, innerhalb kürzester Zeit tolle Lösungen zu finden. Und eure Lösungen sind völlig uninteressant, die interessieren keinen. Sie sind irrelevant. Wir können Demos machen, wir können mit 20.000 Menschen auf die Straße gehen, das interessiert keinen. Ihr könnt irgendwelche Bürgerinitiativen machen. Es stimmt nicht ganz. Wenn die Masse der Menschen auf die Straße geht, so wie 1989 oder wie im Winter 2021, die Corona-Maßnahmen sind beendet worden durch die Spaziergänger, wissen wir mittlerweile auch bestätigt durch die RKI-Protokolle.
Die Corona-Maßnahmen sind beendet worden, weil so viele Menschen auf der Straße waren, dass der Staat kurz vorm Kippen war. Die staatlichen Institutionen. Ich weiß es auch von einigen Polizisten, dass die gesagt haben, wir wären nicht mehr rausgefahren. Aber tatsächlich ist es so, dass ihr jedenfalls aktuell die Macht, die Möglichkeit, die ihr habt, gar nicht in die Hand nehmt. Und gestern war der Ralf Böß auf der Bühne, der hat über das Grundgesetz gesprochen, ne? Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Es ist nicht das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, sondern es ist das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Es ist ein von den Alliierten gegebenes Grundgesetz, was der damaligen Nachkriegssituation geschuldet war. Aber wir leben hier in Sachsen und Sachsen hat eine Verfassung. Und die sächsische Verfassung gibt euch als dem sächsischen Souverän die Macht, alles zu verändern. Ihr müsst es nur wollen. In Thüringen gilt das Gleiche. In Thüringen ist es ein bisschen leichter als in Sachsen. Da haben sie hier ziemliche Hürden eingebaut. Aber ihr könnt alles in diesem Land verändern. Und was man nicht vergessen darf, die Landespolitik, die Landesgesetzgebung ist eine sehr wichtige Gesetzgebung, weil in der Landesgesetzgebung das meiste gemacht wird. Ich sage immer, Ursula von der Leyen hat viel Macht. Und Michael Kretschmer hat viel Macht. Und dazwischen ist ein Frühstücksdirektor, der heißt Olaf Scholz. Ist auch nicht so schlimm, wenn er so viel vergisst, weil der hat gar nicht so viel zu sagen. Leider hat er ein bisschen was zum Krieg zu sagen. Das Thema hatten wir, also wurde genannt. Aber tatsächlich, Landesgesetzgebung ist unglaublich kräftig und mächtig. Ne? Polizei, Gefahrenabwehr, Schule, Bildung, findet alles auf Länderebene statt. Ihr könnt ganz viel entscheiden, ihr werdet aber nicht gefragt. Und die Antwort oder die Aussage von mir ist falsch, sondern ihr lasst euch nicht fragen, weil die sächsische Verfassung euch die Möglichkeit gibt, alles jederzeit zu verändern. Ihr seid der Souverän, aber aktuell wählt ihr Politiker, am 1. September wählt ihr Parteien und müsst darauf hoffen, dass diese Parteien das umsetzt, was ihr euch vorstellt, was gut sein könnte. Aber gerade hier in Sachsen wissen wir überhaupt nicht, was am 1. September passiert. Das ist doch eine völlige Wundertüte. Wir wissen überhaupt nicht, wer gewählt wird, wer eine Mehrheit hat, was die mit dieser Mehrheit dann machen. Wird die SPD dabei sein? Wird die überhaupt in den Landtag kommen? Wird die CDU, die Grünen dabei sein? Wird die AfD stärkste Fraktion? Was ist mit BSW? Ihr wisst überhaupt nichts. Und ihr glaubt, dass dann die Politiker, die gewählt werden, die ja dann auch nur das Personal auswählen, was euch beherrscht, dass die dann gute Politik für euch machen. Und die sächsische Verfassung gibt euch die Möglichkeit, das zu verändern. In der sächsischen Verfassung gibt es die sogenannte Volksgesetzgebung. Man muss die Volksgesetzgebung, die unglaublich schwer ist, die hat Hürden aufgebaut, die fast nicht zu überwinden sind. Aber man muss die Volksgesetzgebung in Sachsen, und das ist der Vorschlag, mit dem ich jetzt durch Sachsen, Thüringen und Brandenburg, weil in jedem Bundesland gilt das Gleiche. Wir können die Verfassungen der Länder so ändern, dass ihr sagt, die Macht in diesem Land haben ab sofort wir, die Bürger, in der Hand. Das könnt ihr ganz einfach machen, ihr müsst nur die Verfassung ändern. Und der Vorschlag, der jetzt von mir kommt, über diese Verfassungsänderung, die wir machen können, ist auch von vielen Juristen kontrolliert worden. Ich habe es auch einmal durch die KI gejagt, hatte ich schon auch in Delitzsch gesagt. Ich habe es durch die KI gejagt und habe die KI, also die künstliche Intelligenz, gefragt, wenn man diese Verfassung nimmt, wer ist dann der Souverän? Und da hat die KI, ich habe vorher definiert, was souverän ist, und hat die KI gesagt, der Souverän ist der Bürger, ist das Volk. Und das bedeutet, ihr müsst zunächst einmal euch das Recht wieder sichern, Nein sagen zu können. Ihr müsst sagen, bei jedem Gesetz, was in diesem Land und jede Rechtsverordnung, die in diesem Land, in Sachsen, nehmen wir die Corona-Verordnungen in Kraft tritt, müssen wir als Bevölkerung Nein sagen können. Ihr könnt es nicht, warum nicht? Wie kann es denn sein, dass ihr Repräsentanten wählt, die heißen Repräsentanten und in Wirklichkeit sind es Herrscher? Weil das, was sie tun, könnt ihr nicht kontrollieren. Das würdet ihr niemals, wenn ihr eine GmbH gründet, würdet ihr das niemals machen. Als Gesellschafter der GmbH würdet ihr dem Geschäftsführer niemals sagen, so, wir haben dich jetzt für 4 Jahre gewählt und jetzt kannst du machen, was du willst, ist zwar mein Geld, aber du machst, was du willst. Nein, ihr würdet jeden Geschäftsführer wieder zurückziehen können und ihr würdet jederzeit eingreifen können und sagen, das, was du da machst, ist nicht in Ordnung. Warum ist das in Kapitalunternehmen möglich, aber warum ist es in der Politik nicht möglich? Na, nicht der Managerbürger, sondern wenigstens die gleichen Rechte. Wenigstens die gleichen Rechte. Und wir können sie uns nehmen. Darum geht es doch. Es geht darum, dass das Volk jederzeit Nein sagen kann. Der jetzige Prozess ist so, ihr dürft jetzt gnädigerweise laut der Verfassung irgendeine Gesetzesänderung machen. Das bedeutet aber, ihr müsst erstmal einen sogenannten Volksantrag stellen. Da müsst ihr, glaube ich, 20.000 Stimmen hier in Sachsen haben, um dann danach ein Volksbegehren machen zu dürfen. Dann braucht ihr für das Volksbegehren 450.000 Stimmen und danach stimmt dann, wenn er das schafft, stimmt dann die sächsische Bevölkerung über das Gesetz, was ihr eingebracht habt, ab.
Da könnt ihr euch mal vorstellen, bei diesen 450.000 Stimmen ist es auch so, jede Stimme muss auf einem Zettel stehen und muss dann, jetzt kommt hier gleich die Meditationsgruppe vorbei. Wollen wir sie stören, oder? Alles gut, das tun wir mal. Jeder dieser 450.000 Stimmen muss auf einem Zettel stehen und muss bei der Gemeinde eingereicht werden. Und die Gemeinde prüft dann, ob das tatsächlich eine echte Stimme ist oder nicht. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie fast unmöglich das ist. Ich glaube, in Sachsen hat es ein oder zwei erfolgreiche Volksinitiativen, die Sparkassen. Es gab mal so eine Volksinitiative zu den Sparkassen, zum Erhalt der Sparkassen. Die war, glaube ich, erfolgreich, irgendwann in den Anfang 2000er, Ende 90er Jahre. Aber sonst macht das natürlich keiner. Und wir müssen einfach nur ein einziges Mal diese Hürden überwinden, weil wir mit diesen Hürden auch die Verfassung ändern können. Und wir müssen in die Verfassung reinschreiben, in Zukunft gibt es keine Gesetze mehr, die nicht vom Volk zurückgenommen werden können. In Zukunft gibt es keine Gesetze mehr, die wir als Volk nicht machen können, weil da sind nämlich bestimmte Regeln auch drin, dass man über bestimmte Sachen gar nicht entscheiden darf als Volk. Also die haben, theoretisch behaupten sie, ihr könntet machen, was ihr wollt, sagen sie jetzt schon, und in Wahrheit ist das gar nicht möglich. Ihr könnt es aber ändern. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir zum Beispiel sagen, jedes Gesetz, was in Sachsen in Kraft tritt und jede Verordnung, tritt frühestens 3 Monate, nachdem es verkündet worden ist, in Kraft. Und in der Zwischenzeit kann man eine Petition machen, ist keine Petition, sondern kann man einen Volksantrag machen und das Gesetz verhindern. Jedes Gesetz, was schneller als 3 Monate in Kraft treten soll, hat eine automatische Volksabstimmung zur Folge. Gibt es in der Schweiz in einigen Kantonen Verfassungsänderungen, können und dürfen nicht mehr ohne die Bevölkerung gemacht werden. Jetzt ist es so, dass 2/3 der Politiker, jetzt stellen wir uns wieder vor, die AfD würde 32% kriegen und die Politiker, wie wir es jetzt gerade sehen, kriegen wahnsinnige Angst vor der AfD. Jetzt wollen sie ja gerade das Bundesverfassungsgerichtsgesetz ändern, habt ihr ja vielleicht mitgekriegt, und können jetzt noch mit 2/3 Mehrheit alles ändern hier in Sachsen. Warum lassen wir das zu? Wir müssen das nicht zulassen. Wir können sagen, nein, das gibt es nicht mehr. In Zukunft werden wir als Bevölkerung befragt. Wenn ihr die Verfassung ändern wollt, müssen wir zustimmen. All das können wir einrichten. Und das heißt, wir können die Macht in diesem Land komplett zu uns holen. Und jetzt können wir darüber diskutieren, wer sind eigentlich diejenigen. Horst Seehofer hat mal gesagt, die gewählt werden, haben nichts zu sagen. Und die, die was zu sagen haben, werden nicht gewählt. Das stimmt auch. Das ändert sich aber dann, wenn die was zu sagen haben, wir sind. Weil alle Gesetze, alle Regeln in diesem Land durch uns entschieden werden. Es ist einfach, es ist machbar. Wir müssen nur ein einziges Mal die sächsische Verfassung ändern. Ein einziges Mal. Und diese Lösung gibt es. Ja, im Grundgesetz gibt es das nicht. Das Grundgesetz sieht keine Volksgesetzgebung vor. Aber jede einzelne Verfassung jedes einzelnen Bundeslandes sieht es vor, dass ihr die Macht jederzeit an euch nehmen könnt. Und Rainer Mausfeld, ganz berühmt, der hat das Schweigen der Lämmer geschrieben, er ist ja eigentlich Psychologe, der hat das gesagt. Der hat gesagt, die Demokratie, die repräsentative Demokratie ist keine Demokratie. Mit der repräsentativen Demokratie erzeugt man die Illusion einer Demokratie. Aber weil es die Illusion einer Demokratie ist, gibt es Türen, durch die wir gehen können. Und davor stehen die Zauberkünstler, die euch die ganze Zeit sagen, ihr könnt das nicht, ihr macht das nicht, ihr habt die Macht nicht. Wir haben die Macht aber in der Hand. Wir können es jederzeit ändern. Und das ist der Grund für meine Tour. Ich möchte euch einfach bitten, dass wir jetzt anfangen, hier Teams aufzubauen. Also wir werden jetzt noch nicht mit der Verfassungsänderung loslegen, sondern wir bauen erstmal Teams auf, wo verschiedene Leute sich zusammenfinden und sagen, ich bin bereit, Stimmen zu sammeln, ich bin bereit, auf den Marktplatz zu gehen, für eine Verfassungsänderung zu werben, ich bin bereit, Social-Media-Teams zu unterstützen, ich bin bereit, Flyer zu verteilen, ich bin bereit, Teams zu organisieren, weil das Wichtigste ist, das könnt ihr auf jeder Montagsdemonstration machen, das Wichtigste ist, dass wir ausreichend Leute zusammen haben, die dann wieder als weitere Multiplikatoren das erzählen. Und die gute Botschaft ist doch eigentlich, wir können die Macht jederzeit in unsere Hand nehmen. Wir können das. Wir können alles bestimmen. Wir können dann auch die Ländersteuergesetzgebung bestimmen. Alles, was wir wollen, wenn wir nur einmalig die ganzen Quoren, diese ganzen bürokratischen Hindernisse, die jetzt noch drin sind, abschaffen. Es ist ganz einfach. Ihr seid, ich bin jetzt kein Sachse, ich lebe nicht in Sachsen, ich bin in Thüringen gemeldet, also ich kann auch nur in Thüringen was verändern. Aber ihr könnt, ihr habt die Macht, ihr könnt die Dinge verändern.
Und das ist mein Wunsch an euch, dass ihr genau das jetzt macht, dass ihr euch nicht ablenken lasst durch die ganzen Einzelfalldiskussionen, diesen ganzen Gender-Mist und den Klimamist und diese ganzen Sachen, weil wir können über Gender, über Klima, über öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch über Frieden nicht entscheiden, wenn wir die Macht nicht haben. Und wir haben die Macht nicht. Wir haben sie nicht. Die Macht haben derzeit andere. Sie haben sie aber deswegen, weil wir es zugelassen haben, dass sie sie haben. Und die Verfassung gibt uns die Möglichkeit, diese Macht zurückzuholen. Und ich, das Einzige, was ich euch bitte, ist, dass ihr eure eigene Macht in die Hand nehmt und euch selbst dabei unterstützt, diese Macht wieder zurückzuholen. In die Hand der Bevölkerung, dass ihr das Sagen habt und nicht die Politiker. Die Politiker sind Dienstleister. Die sollen 85%, 90% der Gesetze machen. Aber sie sollen dann, wenn es Gesetze sind, die dem Menschen nicht schmecken, gestoppt werden können. Und das könnt ihr nicht. Und ich bitte euch einfach nur, dass ihr mit eurer Macht, die ihr habt, in die sächsische Verfassung reinschreibt, wenn wir Nein sagen, heißt das Nein, weil wir sind der Souverän. Und wenn ihr Politiker was entscheidet, ihr seid nicht unsere Herrscher, ihr seid unsere Dienstleister. Ja, die können dann weiterhin da ihre Plakate hängen und sagen, ich möchte gerne in den Bundestag oder in den Landtag, weil ich bin Experte für das und das und ich möchte das und das gerne ändern. Aber wenn sie es dann tun, egal mit welcher Mehrheit, dann könnt ihr als Volk immer sagen, nein, wir wollen das nicht. Diese Macht müsst ihr euch nehmen und ihr habt sie, ihr müsst sie euch zurückholen, weil ihr sie quasi freiwillig abgegeben habt. Wahrscheinlich 1990. Bei mir, ich kann mich insofern exkulpieren, bei mir war es 1948, da haben meine Eltern, ich höre da hinten gerade Widerspruch, kannst gerne immer das Mikrofon nehmen. Ne? Also ich widerspreche. Jetzt nicht? Ja. Ich widerspreche, weil ich sage, nicht freiwillig. Das war, also es gab ja den Verfassungsentwurf. Es gab, die DDR hatte was ausgearbeitet. Ich glaube, es war das Forum. Neuforum oder so. Und das wurde im Prinzip alles abgebügelt. Also es war nicht freiwillig. Das ist mein Widerspruch. Ja, das ist auch das, was am schmerzhaftesten ist. Aber ich gehe von diesem Punkt nicht ab. Es ist freiwillig. Jedenfalls habt ihr nicht widersprochen. Ihr habt keinen Widerstand dagegen geäußert. Wir auch nicht. Also auch wir Westdeutschen haben eigentlich im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland stand drin, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das tatsächlich eine Wiedervereinigung war, was ja jedenfalls nicht so war, wie diejenigen, die 1948 das Grundgesetz gemacht haben, es sich vorgestellt haben. Aber auch wir hatten eigentlich das Recht als Westdeutsche, dass es eine gesamtdeutsche Verfassung gibt. Wir haben es aber nicht gemacht. Das heißt, auch wir haben akzeptiert, dass die Macht bei den anderen bleibt und haben es zugelassen. Ja? Und damit ist es schon freiwillig. Wir hätten ja sagen können, wir wollen das nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die sächsische Verfassung zustande gekommen ist. In manchen Bundesländern ist, glaube ich, sogar über die Verfassung abgestimmt worden. Ich weiß nicht, wie das hier passiert ist. Also habe ich tatsächlich gar keine Ahnung davon. Vielleicht weiß jemand hier, wie die sächsische Verfassung zustande gekommen ist, 1919. Und wenn das keiner weiß, ist das noch viel schlimmer. Weil dann habt ihr es im Prinzip, sorry, das ist nicht Schuldzuweisung oder sowas. Ich hätte wahrscheinlich ganz genauso reagiert. Aber dann haben die Menschen in Sachsen offensichtlich vertraut, dass diejenigen, die das machen, es schon gut machen werden. Weil im Prinzip gab es ja diesen Beitritt nach Artikel 23 Grundgesetz. Und da ist ja dann die sächsische Verfassung irgendwie in Kraft getreten. Irgendwie muss das ja passiert sein. Und was habt ihr da gerade gemacht, als die sächsische Verfassung in Kraft getreten ist? Ne? Also der Punkt ist, man kann relativ genau sagen, was die Menschen gemacht haben, als die amerikanische Verfassung in Kraft getreten ist. Da haben die gefeiert. Ja? Die Feiern waren hier, glaube ich, am 3. Oktober. Also diese Vereinigungsfeiern, als dann am 3. Oktober diese Vereinigung war. Aber hat irgendjemand von euch, kann sich daran erinnern, gefeiert zu haben, Party gemacht zu haben, yeah, jetzt haben wir eine sächsische Verfassung, wir haben endlich dafür gekämpft. Ich sehe jetzt hier immer diese Plakate der Freien Sachsen. Ich glaube, die Freien Sachsen würden tatsächlich eine Party machen, wenn sie eine Mehrheit kriegen und die Verfassung in ihrem Sinne ändern können. Also wenn die Freien Sachsen gewinnen würden, würden die, glaube ich, eine Party machen, wenn sie die Verfassung ändern könnten und würden versuchen, mit den Menschen auf der Straße diese Party zu machen. Und das ist eben die Frage, wenn wir das also sehen, dass ihr eigentlich, ich wüsste es jetzt von Niedersachsen auch nicht, ja, und ich war 1989, 90, 17, 18 gerade, ich habe mich auch nicht dafür interessiert. Ja, also auch ich habe eigentlich mich für die Politik nicht interessiert, habe gesagt, die werden das schon alle richtig machen. Aber deswegen meine ich eigentlich, weil wir uns nicht darum gekümmert haben, weil wir uns nicht darum, weil es uns egal war, weil wir vertraut haben, dass die das gut machen, haben wir es freiwillig gemacht.
Die haben jedenfalls nicht so lautstark Widerstand. Also es sind eben nicht Montagsspaziergänger 1990 auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir wollen diese sächsische Verfassung nicht. Sondern die Menschen haben es akzeptiert. Aber diese sächsische Verfassung gibt euch die Macht. Und meine Bitte an euch ist einfach nur, holt euch diese Macht zurück. Lasst euch das nicht gefallen, was hier passiert. Wir gehen auf die Straße und demonstrieren, das ist schön und gut. Aber wie gesagt, es ist Zufall, ob sie uns anhören oder nicht. Es ist Zufall, wie viele Menschen kommen. Wir können aber diese Dinge institutionalisieren. Wir können eben sagen, wir verändern die Verfassung und sorgen dafür, dass wir als Menschen in Sachsen in Zukunft bei jedem Gesetz gefragt werden müssen. Dass wir zumindest immer Nein sagen können. Man muss ja nicht bei jedem Gesetz gefragt werden, aber man muss bei jedem Gesetz Nein sagen können. Weil es werden sich immer Leute dafür interessieren und sagen, das ist jetzt etwas, was ziemlich stark in unser Leben eingreift und das will ich nicht. Und dann werden sich relativ schnell große Gruppen bilden. Ihr habt das gesehen, als Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer da diese Kriegspetition gemacht haben, waren innerhalb weniger Tage 500.000 Unterschriften da. Das heißt also, Themen, die die Menschen interessieren, werden auch tatsächlich nach außen getragen und auf die Straße getragen. Und deswegen war euch das eigentlich bewusst, dass es diese Möglichkeiten gibt? War es euch bewusst, dass ihr eigentlich jederzeit die Macht zurückfordern könnt. Und das ist ja auch so ein Ding. Ne? Also vorhin in Delitzsch hat eine Dame gesagt, wir müssen die Schulbildung verändern. Wir müssen die Schüler eigentlich schon aufklären. Ja, eigentlich müssten wir klar in der Schule gleich sagen, das sind übrigens eure staatsbürgerlichen Rechte. Ja? Das passiert aber nicht. Aber verdammt, wir sind der Souverän. Wir sind diejenigen, die doch am Ende, um uns geht's doch. Klaus, jetzt wieder da. Warum lassen wir das zu? Das ist für mich die entscheidende Frage. Und jetzt ist die Frage, schaffen wir es? Also wie gesagt, Sachsen ist wirklich eine Hürde. Also das ist nicht einfach. Ja? Also 450.000 Stimmen in Sachsen zu sammeln, auf die Art und Weise, wie man sie sammeln muss, ist eine Riesenhürde. Das sind, glaube ich, 13% der Wähler. Ja? Also das schafft ja nicht mal die SPD mehr. Nicht mal die SPD und die Grünen zusammen. Und möglicherweise nicht mal SPD, Grüne und FDP zusammen. Ja, also die derzeitige Bundesregierung würde möglicherweise nicht mal 13% der Stimmen in Sachsen zusammenkriegen. Also dessen muss man sich mal bewusst sein. Aber die entscheidende Frage ist, seid ihr bereit, gerne, du kannst immer das Mikrofon nehmen und was sagen, übrigens jeder von euch, seid ihr bereit zu versuchen, es ist eine Idee. Seid ihr bereit, diese Idee zu versuchen und zu sagen, wir gehen jetzt hier in Sachsen voran und wir verändern diese Gesellschaft von unten nach oben und nehmen die Macht wieder an? Also wenn ich mich richtig entsinne, komisch, gab es in Thüringen ist ein Versuch der Volksabstimmung und die ist gescheitert, glaube ich, ne? Woran ist die gescheitert und was habt ihr daraus gelernt? Also in Thüringen war ich nicht dabei, ich war in Bayern mit dabei bei dieser Abwahl des Bayerischen Landtags. Das Problem ist, wie gesagt, dass sie unglaublich viele bürokratische Hürden einbauen und deswegen fahre ich jetzt die ursprüngliche Idee war, dass ich jetzt schon diese Verfassungsänderung, also auf der Seite, ich kann gleich sagen, wo man das findet, die Vorschläge zur Verfassungsänderung, dass ich damit jetzt schon starte. Dann haben wir gesagt, nein, bei dieser Zahl funktioniert es nicht. Deswegen fahre ich jetzt rum und wir sammeln Teams. Wir bauen Teams auf. Wir sind in Thüringen daran gescheitert, dass letztlich nicht genug. In jeder Gemeinde brauchst du Leute, du brauchst Teams, du brauchst Menschen, die du erreichen kannst, die dann sagen, so heute machen wir einen Informationsstand auf, heute gehen wir rum, die sich Pläne machen, in welche Wohnblöcke gehen wir, in welche Wohnbereiche gehen wir, wo sprechen wir mit den Leuten, weil man muss einzelne Stimmen sammeln. Man muss 450.000 Stimmen, ich glaube, in 6 Monaten erreichen. Das ist fast unmöglich. Es ist ein Riesenkraftakt und daran ist es in Thüringen auch gescheitert. Wir müssen es also schaffen, in Thüringen, die 180.000 Stimmen sind es in Thüringen aber immerhin erheblich weniger als in Sachsen. Es gibt in Sachsen noch eine weitere Möglichkeit. Wir haben in Sachsen noch einen Fast-Track. Ja? Und dieser Fast-Track ist, Verfassungsänderungen in Sachsen sind auch möglich, wenn 50% der Mitglieder des Landtags für diese Verfassungsänderung sind und eine Volksinitiative. Also wir brauchen nicht 2/3, also 2/3 der Parlamentarier ändern die Verfassung, aber 50% können eine Volksinitiative, also eine Volksabstimmung starten. Also wenn theoretisch, und da sind wir wieder bei der Unbekannten, jetzt ist das hier. Jetzt geht das wieder. So, sorry. Also theoretisch
wenn jetzt zum Beispiel Bündnis Sarah Wagenknecht und die AfD theoretisch 50% im Landtag hätten, dann könnten sie, ohne dass sie eine Koalition bilden oder sonst irgendwas, könnten sie ein solches verfassungsänderndes Gesetz als Volksinitiative einbringen. Das wäre der Fast Track. Dann gäbe es sofort eine Volksabstimmung über diese neue Verfassung. Sie könnten das. Die AfD ist grundsätzlich bereit. Bei Bündnis Sarah Wagenknecht ist es etwas schwieriger. Bei Bündnis Sarah Wagenknecht weiß man nicht. Das ist eine komische, ich will nicht sagen Mogelpackung, aber es ist eben eine sehr unbekannte. Es ist hier, wie sagt das, es ist eine Pralinenschachtel. Ja? Wir wissen nicht, was drin ist. Und das ist die große Problematik. Aber wir haben in Sachsen einen Fast Track. Und ich glaube aber, dass wir diesen Fast Track schneller hinkriegen, wenn wir viele Stimmen hier sammeln, also wenn die Angst, die Gefahr sehen, dass wir an die 450.000 Stimmen kommen könnten, dass sie dann möglicherweise wahrscheinlich sogar mit einer Verfassungsänderung, wo sie dann noch drei Kleinigkeiten ein bisschen anders machen, um nicht ganz so die Macht zu verlieren, aber dann würden sie das möglicherweise einleiten. Aber du kannst immer kommen, reiß mir das Mikrofon aus der Hand, sprich rein. Ganz dicht, als ob du reinbeißt. Danke. Ich wollte fragen, wer ist denn wir? Also ich habe so ein bisschen das Problem, ich achte sehr deine oder ja. Ihre Engagement für die ganze Bewegung. Ich habe aber selber einen westdeutschen Rechtsanwalt geheiratet und der sagt mir in solchen Diskussionen immer, na, da musst du das Grundgesetz ändern, da musst du sowas ändern. Ich habe den Eindruck, das ist so ein sehr großer Optimismus dahin, dass hier irgendwie ein Rechtsstaat noch funktioniert. Mein Lieblingskanal heißt Werdet unregierbar. Also ich denke, wir sind noch viel zu sehr, wir denken eigentlich noch in diesen Systemen. Und da ist so ein Optimismus, den ich als Ostdeutsche eigentlich mit den Erfahrungen von 89 nicht teile. Und du hast ganz völlig richtig gesagt, wenn wir irgendwas geschafft haben, dann ist das durch die Spaziergänge, durch die friedlichen Spaziergänge. Und das haben wir dann gesehen. Also dein Weg, also das wäre für mich die Frage, wer ist wir? Wir haben durch die Corona-Sache, ich habe den Eindruck, ich bin Psychologin vom Beruf, ich habe den Eindruck, die Luft ist raus, die Leute schaffen das nicht mehr. Alles, was uns jetzt beteiligt, also Corona hat uns beteiligt, ob wir eine Maske aufsetzen oder ob wir uns einen experimentellen Impfstoff injizieren mussten, das ist uns richtig an den Körper gegangen. Jetzt, ob die, ehrlich gesagt, die Russen und die Ukrainer, ob die sich die Köpfe einschlagen, das kostet nur mein Geld, sage ich jetzt mal. Das ist ein bisschen das Problem. Also wer ist wir? Und du sagst auch so, ihr müsst das machen. Ich will nicht pessimistisch rüberkommen oder so, aber ich denke, das ist ein Weg bei aller Achtung. Also ich bin noch hier, ja, wir sind alle hier. Wir sind hier wahrscheinlich die Letzten, die solche Wege nicht aufgreifen würden. Aber ich bin da echt pessimistisch. Also weil die Luft ist raus. Die Menschen, wir sind 4 Jahre unter einer Angst und Panik. Also das können Psychologen noch viel besser erklären. Ja, wir können einfach nicht mehr. Und wir werden das nicht schaffen. Ja, das Problem ist ja, also ich bin übrigens, ich finde das gar nicht so pessimistisch. Ich finde das eher realistisch, was du sagst. Aber was ist denn die Alternative dazu? Da ist eine Agenda 2030, die wird gerade durchgezogen. Sie wird durchgezogen. Also alles, was Sie wollen, passiert gerade. Ja, es passiert komplett. Diese ganze Klimadiskussion führt dazu, jetzt haben wir, wir kriegen jetzt keine Menschenpandemien mehr, die ist durch, die Angst haben sie geschaffen. Jetzt kommen die ganzen Tierpandemien. Warum kommen die Tierpandemien? Damit man die Tiere töten kann, damit wir tatsächlich Lebensmittelknappheit haben, um später, weil das meiste Geld verdient man in Zukunft in der Lebensmittelbranche mit Tiermehl, mit Insektenmehl. Das heißt also, es geht immer ums Geld. Wir folgen immer dem Geld. Und es gibt die 17 Punkte, die 17 Nachhaltigkeitspunkte. Wir müssen uns das nur angucken. Diese 17 Nachhaltigkeitspunkte werden abgearbeitet, einer nach dem anderen. Das passiert. So, und meinen Optimismus nehme ich daraus, dass ich sage, was bleibt mir denn anderes übrig? Ich habe eine 13-jährige Tochter. Meine 13-jährige Tochter lebt Gott sei Dank zurzeit und auch während der Corona-Zeit in Mallorca und hatte nicht die ganz großen Probleme, wie sie hier waren. In den Schulen in Mallorca war nicht so bekloppt wie die deutschen Schulen. Meine Tochter ist nicht getestet worden. Sie ist ein einziges Mal getestet worden. Ein einziges Mal. Und das war, als sie in Altenburg in die Intensivstation wollte, um ihren geimpften Opa, der kurz danach verstorben ist, noch einmal zu sehen.
Das war das einzige Mal, wo sie getestet wurde, wo sie dann doch gnädig waren und gesagt haben, eigentlich darf man mit, damals war es, da war sie 11, mit 11 Jahren hier nicht rein, aber wenn du dich testen lässt, dann darfst du rein. Ja? Aber natürlich diese Panik und die Angst, die sie gemacht haben. Aber was bleibt uns denn anderes übrig? Das, was gerade über unsere Köpfe hinweg passiert, können wir geschehen lassen. Oder wir stellen uns hin und sagen, wir lassen es nicht mehr geschehen. Jedenfalls machen wir den Versuch, es nicht mehr geschehen zu lassen. Und das Einzige, was wir machen können, und das glaube ich, das ist meine Botschaft, deswegen tue ich ja auch und schreibe es nicht im Internet oder sonst was, deswegen komme ich direkt zu euch, um mit euch zu reden. Das Einzige, was wir machen können, ist die Machtfrage zu stellen und zu sagen, ihr könnt das nicht mit uns machen, es ist die Machtfrage. Die können sonst immer mit uns machen, was sie wollen. Sie können es einfach machen, weil die Richter werden bestimmt durch die Politik. Die Staatsanwälte werden bestimmt durch die Politik. Öffentlich-rechtliche Medien werden bestimmt durch die Politik. Alles wird bestimmt durch die Politik. Und man sagt immer, es ist ja abgeleitet davon, dass ihr ein Kreuzchen gemacht habt. Und das können wir uns doch nicht mehr gefallen lassen. Wir haben es doch zumindest erkannt. Wir haben es analysiert und erkannt, ob das klappt. 450.000 Stimmen, das ist sowas von fast unmöglich wie ein Sechser im Lotto. Das ist unglaublich schwer. Aber es bleibt doch nichts anderes übrig. Ihr habt Kinder, ihr habt Enkelkinder. Und dass wir und ihr ist, da ich sage wir, weil ich glaube, dass wir da an dieser Stelle das gleiche Interesse haben. Ich kann aber, hier bin ich quasi in Thüringen, weil da kann ich selber jedenfalls meine Unterschrift geben. Das kann ich halt hier in Sachsen nicht. In Sachsen muss es Vertrauenspersonen geben, die diese Volksinitiative starten. Es muss in Sachsen Teams geben und es müssen die Sachsen am Ende dafür für ihre eigene sächsische Verfassung und für die Veränderung ihrer sächsischen Lebenswirklichkeit kämpfen. Und ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht, dass die Kraft tatsächlich weg ist. Ich glaube, wenn wir zeigen, dass es Möglichkeiten gibt und wenn wir eine positive Möglichkeit, und damit glaube ich auch wieder, sind wir typisch deutsch. Die Idee von Ralf Böß, die ich gut finde mit dem Grundgesetz, die er gestern vorgestellt hat, die wird scheitern, weil es kein offizielles Dokument ist. Die Veränderung der sächsischen Verfassung machen wir mit einem offiziellen Dokument. Da ist sogar der Stempel des Landtagspräsidenten drauf und das brauchen die Deutschen. Die Deutschen müssen das Gefühl haben, das, was sie hier unterschreiben, ist was Offizielles und hat am Ende auch eine Wirkmacht. Aber ich bin völlig bei dir. Ich bin total pessimistisch, dass wir das schaffen. Ich bin aber total optimistisch, dass wir es versuchen müssen. Weil es gibt keine andere Möglichkeit. Und wenn wir es in einem anderen in einem Bundesland schaffen, also ich glaube sowieso, wenn, schaffen wir es nur hier in Sachsen, in Thüringen oder in Brandenburg. Woanders wird es nicht funktionieren, weil woanders, gerade in Westdeutschland, haben wir noch zu viele Menschen, die immer noch als durch die alte DDR, durch die alte BRD-Vergangenheit, so wie sie aufgewachsen sind, immer noch dieses Grundvertrauen haben in die Funktion der staatlichen Institutionen. Da sind wir wieder bei ihr. Ich als Westdeutscher, ich kann mich in euch reinversetzen, weil ich habe lange hier gelebt. Ich habe das hier alles miterlebt. Ich kenne die Menschen hier, glaube ich, ganz gut. Und hier in Leipzig, auch in Magdeburg, wo ich lange gelebt habe, herrscht so ein gesundes Grundmisstrauen in staatliche Institutionen. Ja, da ist erstmal, dass man sagt, ob das so alles stimmt, was die mir erzählen, war früher schon nicht so. Also ich habe hier eine gute Freundin, die hat hier dann Tagespflege gemacht und hat hier Babysitting gemacht und so weiter. Die sagte dann zu mir in ihrer breiten sächsischen Art, sagte dann so, ja Ralf, weißt du, die gleichen, die im Jugendamt mich damals schon malträtiert haben, sitzen immer noch da. Ja, also das hat die mir so erzählt. Also im Jugendamt hat sich eigentlich nichts geändert. Und ich weiß, hier diese ganzen Kinder, die quasi von der Stasi weggenommen wurden, bis heute ist das ja nicht aufgearbeitet mit diesen Kindern. Aber wir haben keine andere Chance. Also das ist das Ding. Es ist entweder wir lassen zu, dass die Macht bei anderen bleibt, oder wir akzeptieren, dass wir selbstverantwortlich dafür sind, die Macht an uns zu nehmen. Und wir können das. Das ist natürlich, wir müssen das als Gesellschaft machen. Und als Gesellschaft müssen wir jetzt anfangen und sagen, okay, wo gibt es denn die Hebel? Das ist das, was der Rainer Mausfeld, auch ein Psychologe hier, gesagt hat. Der sagt, da stehen die ganze Zeit Zauberkünstler davor. Da steht David Copperfield und lässt die Freiheitsstatue verschwinden. Die sagen euch die ganze Zeit, mehr als ein Kreuz machen könnt ihr nicht. Und das ist Demokratie. Und wenn man mal ähnlich wie bei den RKI-Files sich anguckt, woher kommt eigentlich die repräsentative Demokratie? Die repräsentative Demokratie ist über die Federalist Papers in den USA bei der Diskussion über die neue amerikanische Verfassung nach der Unabhängigkeit entstanden. Da hat man sich überlegt, wie schaffen wir es, dass die wenigen Reichen nicht durch die Mehrheit der Armen quasi ihren Reichtum verlieren. Und dann hat man gesagt, wir müssen Demokratie einführen, aber wir müssen eine Demokratie einführen, die keine Demokratie ist. Also nennen wir diese Demokratie repräsentative Demokratie. Und damit schaffen wir es zu verhindern, dass die Menschen tatsächlich ihre Interessen durchsetzen. Deswegen gibt es eine repräsentative Demokratie. Repräsentative Demokratie ist nichts anderes als Aristokratie oder Oligarchie.
da herrschen einige wenige. Ja, und wie gesagt, im neuen Bundestag könnt ihr nicht mal mehr euren Wahlkreisabgeordneten bestimmen. Ja, das hat das Bundesverfassungsgericht auch durchgewunken. Es kann also sein, dass, na gut, bei Leipzig nicht, aber jetzt in Delitzsch oder so in kleineren Orten, dass da nicht mal mehr ein Abgeordneter aus dem Ort sitzt. Nur noch die Parteien bestimmen das. Und das ist das, was ich meine. Wir haben wenig Chancen, aber die Chance haben wir. Und wenn wir es nicht tun, werden wir das erleben, was wir nicht erst seit 4 Jahren erleben. Also viele von euch haben es ja schon früher gemerkt, ich übrigens nicht. Also das muss man auch sagen, deswegen wieder euch und ihr. Also ich habe erst 2020 so richtig mitgekriegt, das, was schiefläuft. Ich habe das früher als Anwalt schon immer gemerkt, dass da Sachen komisch sind. Aber ich habe es erst 2020 gemerkt und ich weiß, hier sind viele schon 2014, 2015 auf die Straße gegangen und wurden dann schon beschimpft als Nazis, als Rechte und so weiter. Aber das Problem ist, ich kann hier nur stehen und euch darum bitten, das zu tun. Und zu sagen, versucht's wenigstens. Ja, erstmal vielen Dank, Ralf. Ich bleib beim Du, Daniel. Also, ja. Machen wir es jetzt mal positive Psychologie. Also ich meine, so viele wie welche sind, mal geguckt auf Leipzig, sind nicht wirklich viele. Wie kriegen wir das denn hin mit den Multiplikatoren? Also du tourst ja schon durch die Gegend und sprichst uns an, aber wie sprechen wir das an? Also meine Erfahrung aus den letzten 4 Jahren ist, dass mich alle für wahnsinnig halten, wenn ich dann eben sage, also hier stimmt was nicht. Bin auch westsozialisiert und im Westen erlebe ich es noch schlimmer, wenn ich dann dort bin, wo ich arbeite, aber ist ja der totale Wahnsinn, der hier abgeht. Wie kriegen wir uns dazu, dass wir die Nächsten ansprechen? Vielleicht haben ja ein paar Leute Ideen hier. Muss ja nicht alles bei dir sein. Danke. Danke dir. Ja, das ist ja auch die Idee. Wir wollen ja Teamleitungen und so weiter bilden. Da müssen die Leute sich auch treffen. Deswegen sage ich ja, wir können nicht sofort loslegen. Aber ich habe immer ein Argument. In Thüringen klappt das ein bisschen besser als hier in Sachsen. Aber in Thüringen, wenn dann jemand sagt, na, wieso, was soll denn das, direkte Demokratie und so weiter, sage ich immer, ja, am 1. September wird Höcke Ministerpräsident. Willst du, wenn Höcke Ministerpräsident ist, willst du dann nicht Nein sagen können? Wir können ja hier in Leipzig mal fragen, was die Leipziger dazu sagen, wenn wir sagen, okay, ihr kriegt den AfD-Ministerpräsidenten. Wollt ihr dann alles akzeptieren, was der sagt und was der macht? Dann sagen die meisten Menschen doch ja auch Nein, das wollen wir nicht. Eigentlich denken die alle genauso wie wir. Die haben halt etwas mehr Angst möglicherweise vor einem AfD-Ministerpräsidenten als wir. Das weiß ich nicht. Man kann ja hier auch sagen, freier Sachse-Ministerpräsident. Ich glaube, der Horror für die meisten Menschen, die da hinten auf dem Marktplatz sind oder am Wilhelm-Leuschner-Platz oder am Augustusplatz, ist, dass theoretisch ein freier Sachse-Ministerpräsident werden könnte. Das ist, glaube ich, für die der totale Horror. Und da muss man die doch nur fragen, kann sagen, hey, wir können vielleicht nicht verhindern, dass ein freier Sachse-Ministerpräsident wird, aber hier kannst du unterschreiben, dass der auch nicht alles machen kann mit dir. Und das ist doch das, was den Leuten wichtig ist. Mir ist völlig egal, das gleich, ja. Mir persönlich, ich sage das immer, mir persönlich ist völlig egal, wer da oben Ministerpräsident ist und wer im Parlament sitzt, solange der nicht mit mir alles machen kann, was er will. Und das Einzige, worum es geht, ist, das zu verändern. Und das müssen wir den Leuten erklären. Wir müssen den Leuten klar, ne? Also es gibt also wir machen dann gemeinsame Sachen. Hier geht es jetzt erstmal darum, Teams zu sammeln und Teams zu finden. Es gibt, muss ich noch kurz erklären. Es gibt von Barack Obama 5 Schritte einer erfolgreichen Wahlkampagne. Und man kann über Barack Obama denken, was man will, aber Wahlkampf konnte der und der konnte seine Ideen umsetzen. Und diese 5 Schritte einer erfolgreichen Wahlkampagne, die muss man auch bei dieser Verfassungskampagne umsetzen. Ja, und wenn man das können wir dann mal besprechen, wenn man das nicht macht. Und dazu gehört unter anderem einer der Punkte, ist eben persönlicher Vorteil. Und ich glaube, dass für die Leute, auch für die anderen, ist es ein persönlicher Vorteil. Auch die anderen haben mittlerweile Angst davor, dass überall Windkrafträder gebaut werden und die ganzen Böden versiegelt werden. Auch die anderen haben mittlerweile Angst davor, dass quasi Menschen ohne Begrenzung reinkommen. Die Angst ist ja da. Alle Menschen haben Angst oder die wollen auch nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk so viel Geld kriegt, so viel Einfluss. Also im Prinzip, wenn wir mit den Leuten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also die teilweise schimpfen die, wenn wir als Querdenker-Demo vorbeimarschieren, dann schimpfen die und wenn man sich dann am Wegesrand mit ihnen unterhält, stellt man fest, dass man doch eigentlich das Gleiche denkt. Ja? Die haben natürlich erstmal im Kopf was, das sind alles Nazis. Und ich glaube, dass man mit den Menschen sehr gut ins Gespräch kommen kann und ich glaube auch ganz sicher, dass die meisten Menschen bereit sind, Verantwortung für sich zu übernehmen. Und ein Punkt noch, das Allerwichtigste ist dieses Vetorecht. Weil dieses Vetorecht, also zu Nein sagen zu können, hat nämlich wenig, und da vielleicht kannst du sogar noch was dazu sagen als Psychologin, Nein sagen hat erstmal gar nicht viel damit zu tun, Dinge zu durchdenken. Nein ist erstmal ein Gefühl. Zu sagen, das passt mir nicht. Und ich glaube, das passt mir nicht,
hätten viele zu der Maske gesagt. Viele Menschen, die geimpft sind, sagen jetzt im Nachhinein, ich habe es ja nur gemacht, weil. Und dann erzählen sie dir, weil sie die Mutter im Krankenhaus besuchen wollten, weil sie reisen wollten, weil sie dieses, weil sie jenes. Niemand erzählt mir, von fast keinem, der geimpft ist, steht einer vor mir und sagt, ich habe es gemacht, weil ich wusste, das ist das Beste für meine Gesundheit und ich wollte es deswegen unbedingt in meinen Körper haben. Die gibt's auch. Aber davon kenne ich zwei Leute. Alle anderen erzählen mir immer, sie haben es nur gemacht, weil. Und das heißt, die haben eigentlich einen inneren Widerstand gespürt, aber konnten diesen inneren Widerstand nicht artikulieren. Und dann machen die meisten einfach mit. Wenn wir aber institutionalisieren den inneren Widerstand, dass die Menschen, nämlich wenn die Menschen Nein spüren, auch Nein sagen können, dann ist das nämlich unglaublich stark. Viel stärker als ein positives Gesetz, was man machen kann, ist dieses Nein sagen. Wolltest du was sagen? Ich glaube, sie war am schnellsten, aber ist mir egal. Okay. Mach du erst mal jetzt. Also, ich finde das hochinteressant, was du hier erzählst. Sehr viele neue Ideen, Anregungen. Aber ganz ehrlich, spontan wird sich hier niemand entscheiden. Das muss auch keiner. Ich mache deshalb den Vorschlag, das ganze Thema erstmal setzen zu lassen. Sehr interessant, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ich wusste das auch schon so ein bisschen mit dem Volksentscheid. Und dass man vielleicht eine Wiederholungstour macht oder irgendwie eine Möglichkeit findet, dass man sich nochmal wieder sieht und dann Gedanken austauscht. Du wirst nicht erreichen, dass...